Vera Intfin und Ehefrau Obi, in Simbabwe erfüllen sie sich einen Herzenswunsch. Vera Intfin und ihre Ehefrau Christiane Obi Obermann erfüllen sich jetzt einen Herzenswunsch. In Simbabwe übernehmen sie eine Patenschaft für ein Kind in Not. Vera Intfin, 56, und ihre Ehefrau Christiane Obi Obermann, 48, verkünden süßen Neuigkeiten. Das Ehepaar ist seit 2006 verheiratet und auch heute noch ein Herz und eine Seele. Die Schwiegertochter gesucht Moderatorin und ihre Frau wagen jetzt den nächsten Schritt ihrer Ehe. Vera und Obi Intfin übernehmen eine Patenschaft für ein Kind in Not. Auf dem Instagram-Account von World Vision verkünden Vera und Obi, dass sie die Patenschaft für ein Kind in Not übernehmen werden. Schon bald geht es für das Paar nach Simbabwe, Afrika, um von einem Patenkind ausgewählt zu werden. In einem Video auf dem Kanal wenden sich Vera und Obi an die Menschen, um ihnen nahezulegen, für dieses tolle Projekt der Wunschpatenschaft zu spenden. Sie erklären, dass World Vision auf der ganzen Welt Patenschaften anbietet, um Kindern in Not zu helfen. Je nach Land und Umstand, wird dein Beitrag in Wasser, Schulbildung, Gesundheit oder anderes investiert, damit dein Patenkind, seine Familie und ihre Gemeinde auch auf lange Sicht ein besseres Leben aufbauen können, heißt es in dem Beitrag. Der Unterschied zu anderen Organisationen ist hierbei, dass sich das Kind ihren Paten oder ihre Patin selber auswählen kann. Noch bis zum 7. März kann man ein Foto von sich hochzuladen, um sich von einem Patenkind auswählen zu lassen.